drei Stück gefangen. Wie fühlt sich das an? Schon lange nicht mehr vorgekommen. Fangen wir mal so an. Ja, schon lange nicht mehr vorgekommen, sicherlich. Aber ich glaube, was ärgerlich ist, weil wir jetzt einmal in Führung gehen, dann jeweils einen Ausgleich kassieren und dann kurz nach der Halbzeit das 3-2 kassieren. Wir haben einfach dazu zu einfache Fehler gemacht. Und, aber nichtsdestotrotz ist jetzt ein 3-2 fürs Rückspiel keine schlechte Voraussetzung. Und deswegen bin ich absolut positiv gestimmt, dass wir das am Sonntag drehen und den Aufstieg packen. Okay, du sprichst an leichte Fehler. Ich meine, das war was die Mannschaft in der Rückrunde ausgezeichnet hat, dass man das vermieden hat. Lag es heute an der Stärke des Gegners? Lag es an der Nervosität, an der Aufregung oder Druck? Nee. Ich glaube, dass wir heute wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Dass das mit Sicherheit ein guter Gegner ist. Dass die bei Standards gefährlich sind, wussten wir irgendwo. Das 1-0 fällt dann aus dem Standard und dass sie dann spielerisch nach vorne gut waren, hat man heute gesehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich, wie gesagt, positiv gestimmt, dass wir das noch drehen. Okay, das beantwortet also schon mal die letzte Frage. Es überwiegt jetzt nicht die Enttäuschung, sondern der Optimismus. Also ich denke, das wäre jetzt alles falsch. Wenn der Schiedsrichter hat jetzt auch meiner Meinung nach mit zweierlei Maß gemessen. Hat da irgendwie dann doch uns ein bisschen benachteiligt, aber egal. Wir haben das am Sonntag, gleich mal das alles aus und dann werden wir weiter schauen.